Ein herzliches Hallo, meine Freunde. Und zwar, kurz bevor das Video startet, noch ein riesen, fettes, monströses Dankeschön an euch alle. 400 Abos haben wir geschafft. Das ist echt der Wahnsinn. Mehr, als ich mir jemals erträumt hatte. Ich hätte mir nicht mal gedacht, dass wir 300 schaffen. Dass ich nicht mal 300 schaffe. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Flocke, bei Lukas, bei Jascha, alle, die bei mir mitgemacht haben und noch machen werden. Ich habe da auch noch eine kleine neue Rubrik in Planung, die betrifft dann andere Kanäle. Mal sehen, vielleicht, ich hoffe, es gefällt euch auch so, aber ich widme mich da natürlich kleineren Kanälen, so wie ich auch bin. Ich bin ja auch ein arschkleiner Kanal, deswegen bleibe ich bei meinesgleichen und ich glaube, heutzutage ist es ziemlich schwer, irgendwie unter Anführungszeichen jetzt groß zu werden. Groß zu werden, ohne Hilfe wird man sowieso nicht mehr, weil groß ist jetzt ein sehr monströser Ausdruck. Groß ist mit, sagen wir, ein paar tausend Abonnenten ist richtig groß dann. Das schafft man oder werde ich sowieso nicht mehr schaffen, solange ich das mache. Aber wie gesagt, ich mache das ja nicht, dass ich groß und berühmt werde, sondern weil es mir Spaß macht. Und deswegen will ich auch anderen Kanälen mit anderen Kanälen etwas machen. Denn alleine macht das auch nicht so viel Spaß. Natürlich, mir macht es auch Spaß. Aber wie es überall ist, macht es einfach mehr Spaß, wenn man mehr Leute ist. Deswegen habe ich da irgendwas in Planung. Und ja, ich wollte mich jetzt nur kurz bedanken für die 400 Abos. Es kommt auf jeden Fall am Wochenende noch ein Dankeschön-Video. Aber das nehmen wir dann so noch auf und das soll ja ein richtiges Dankeschön-Video sein und nicht nur so kurz nebenan, ach, danke für die 400 Abos. Ich wollte nur mal dazu sagen, ich wollte eigentlich gestern schon ein Video hochladen, aber mit der Webcam ist dann auch nur so dahin gemurkst. Und jetzt trotzdem noch mal ganz kurz, nicht, dass ihr denkt, mir geht das am Arsch vorbei, aber auf gar keinen Fall geht mir das am Arsch vorbei. Ich bedanke mich untertänigst, ich verneige mich vor euch und ich hoffe, wir haben noch sehr viel schöne Zeit vor uns. Auf jeden Fall danke für vorerst. Am Wochenende kommt dann noch ein kleines Special. Danke und viel Spaß mit Skyrim. Ein herzliches Willkommen, meine Freunde. Skyrim geht weiter. Da waren wir schon drin. So, wir müssen zu den Graubärten. Ich muss also hier irgendwo auf den Berg hoch. Scheiße. Ich glaube, ich bin hier falsch. Die haben wir auch schon ausgenommen. Geht's denn hier drüben noch irgendwo hoch? Mussten doch irgendwo hier hochkriegen. Wo ist eigentlich meine Uhr? Scheiße. Ach so, am Handgelenk. Okay. Na. Kurz das Mikro ein bisschen umstellen, es ist immer so ein bisschen so. Jetzt dürfte es passen. Na, dann lauf mal, mein Freund. Wir müssen hier hoch. Ich weiß nicht mehr, wie wir hier hochkommen, aber ich glaube, hier irgendwo. Wobei hier irgendwo auch immer. Eine gute Angabe ist. Wo seid ihr? Da vorne seid ihr? Da seid ihr. Bleib hier! Feigling! Du fällst keine Wanderer mehr an. Halt. Was? Wer warnt mich? Ich sehe doch niemanden. Ja, du kannst es noch so oft sagen. Ach nee. Ich warne euch. Zurück. Wow. Okay. Gold. Was haben wir hier? Ist sowieso nur Ritualstein.
Wer unter den Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen kämpfen. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Ja, mach mal. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Ah, hier geht's aber hoch. Ach Mist. Diese verdammten Ratten. Hau die Ratte platt. Wer hat fast nicht kennt, sollte sich den Film schleunigst ansehen. Hier liegt ein Hase. Es ist echt noch sehr ungewöhnt, dass ich nicht so lange sprinten kann. Hüpf. Ja, geht auch. Hüpf. Hüpf. Sieht auch nicht sehr motiviert aus, das Springen. In Oblivion weiß ich noch, da konnte man einfach andauernd durch die Gegend hopsen, dann hat sich die Ausdauer verbessert. Hier geht das ja nicht mehr, weil hier kostet Hüpfen ja nicht mal mehr Ausdauer. Oh. Na toll. Bin ich jetzt für den Arsch hier hochgelaufen, oder? Nee, hier geht's weiter. Oh Mann. Was haben wir hier? Gar nichts. Ich dachte mir eine Höhle oder so irgendwas. Ich muss dann auch schleunigst mal in die Stadt mein ganzes Zeug hier verkaufen. Was ich alles eingeschoben habe. Kalt ist es. Upp. I'm walking. Erinnert mich so ein bisschen an Call of Duty. Hier oben ist dann gleich Soap McTravis, der sich hier rauf hangelt. Lalalala. Es müssen die alten Säcke auch hier ganz oben wohnen. Das gibt's ja gar nicht. Oder fast ganz oben. Lalalala. Ich bin Rotkäppchen und wandere durch den Wald, der kein Wald ist, sondern ein Gebirge. Und hier geht's auch schon wieder runter. Oh. Oh, meine Erzfeinde. Die Ziegen. Na toll. Bin ich denn hier überhaupt noch richtig? Ich weiß es nicht. Gott verflucht. Hier geht's doch wieder runter. Obwohl wir doch sehr hoch oben sind. Ne, hier geht's doch weiter, oder? Auch nicht. Shit. Warum kann der Typ nicht bergsteigen? Ich dachte, es ist ein Drachenblut. Da wäre wieder das Dragonborn-Feature nett, das ich übrigens jetzt auch drauf habe, aber das erst im späteren Verlauf kommt, wo man mit dem Drachen fliegen kann. Habt ihr gerade was gehört? Gut, so, jetzt sind wir in Sicherheit. So, dann mal hier durchs Gebirg. Was sind wir hier? Ein Plumpsklo. Ah, da sieht es mir doch nach dem Weg aus. Oh, bo, das sieht mir nicht nach dem Weg aus. Nee, kommst du drüber? Jetzt müssen wir auch noch durch den reißenden Fluss. Oh. Na gut, so reißend ist er hier dann auch wieder nicht.
Oh oh. Na komm doch her, Troll. Ja, ja. Ist gerade ganz blöd. Wo ist denn jetzt? Ja, da ist seine Standschwertschreit-Axt. Da habe ich sie. Nee. Nee. Hat schon gepasst. So sieht's aus, mein Freund. Die Axt bleibt jetzt in meinen Händen. Trollfett für den Arsch. Die Axt behalte ich jetzt wirklich mal. Gibt's hier sonst... Was haben wir hier? Ein Trollkopf, was haben wir? Leiche. Notiz. Hat der das Gold auch gefressen von den Typen? Da ist noch eine Leiche. Nichts Wichtiges. Hier ist noch ein Hirsch. Oder ein Elch. Ziege! Ja, bleib hier! Ach. Schön ist es. Wenigstens haben wir jetzt mal ein Gebäude gefunden, das man hier gleich raufreißen kann. Ja. Okay. Keine Arbeit wird gratis gemacht. Ich glaube, ich muss dann da hoch. Aber ich will mal kurz hier reinschauen. Habt ihr noch irgendwas offen? Nö. Shit. Irgendwas. Hier gibt's auch kein Geschäft oder so irgendwas. Ach, Mist. Ich wollte gerne mein ganzes Zeug mal loswerden, aber das wird wohl nichts. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klemek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrock gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich... Na gut, dann gehe ich hoch. Du Schisser. Ach, die Musik ist auch so schön. Und der Mond. Ach, schön. Au! Ziege! Oh! Was ist das? Ratte! Mistvieh! Damit habe ich nicht gerechnet. 5000 Stufen, wa? Ist ja ein Klacks. Ziege! Nein, diesmal... Diesmal kommst du mir nochmal davon. Aber das nächste Mal... nicht. Bum 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 bum. Ich bin schneller wie du. Oh. Freund oder Feind? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr... Ja, bitte? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Ich bin gerne hier oben.
Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Ah ja. Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Aha, sehr interessant. Danke. Danke für die Info. Auf Wiedersehen. Ich bin Joker. Ich häng im... Kalt ist es. Wolf! Tja. Wölfchen. Die Augen wieder mal größer als der Bauch. Gut, dann lassen wir sie halt draußen. Wo sind sie? Da ist einer. Noch einer irgendwo. Hallo? Ja, wo ist er? Nirgends. Gut. Ach, das Wetter leuchtet auch so schön. Ha. Habe ich da eine Ziege gehört? Da ist sie. Ich will das ja gar nicht tun. Ich muss. Diese Ziege habe ich jetzt einfach mal übersehen, die da hochlief. Ja, Leute! Wenn ich jodeln könnte, würde das jetzt gut passen. Handy! Handy! Mann, wo wohnen die denn? Meine Fresse! Können die hier keinen Lift drauf bauen? Eine Gondel? So ein Sessellift? Ah. Komme ich hier irgendwo hin? Oder hänge ich dann wieder nur mitten im Berg drin? Da ist irgendwas, da ist ein Eistroll. Komme ich jetzt hier noch runter? Oh! Ohne zu sterben. Wo ist er? Da ist er. Ah! Besonders viel macht es ihm aber auch nicht aus. Zaubertränke. Hauen wir gleich mal drauf. Ja. Ja. Ich habe ich aber auch noch gesehen, ich hätte eigentlich auch das die ganze Zeit hernehmen können noch. Wo haben wir es denn? Das machen wir gleich wieder drauf. So. Jetzt dürfte es aber wirklich nicht mehr weit sein. Da unten dürfte so ein komisches Grabdingen sein, wo noch mehr Eistrolle sind. Trolle, Trolle, trollige Trolle, Troll, Troll. Trollidi, Troll. Okay, hier geht's gar nicht. Langsam genug vom Latschen! Latschen, Latschen. Hallo? 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 Ich bin Reinhold Messner. Messner. Ich frage mich echt, wie die Hütte da oben gebaut haben. Muss ja total scheiße gewesen sein, um das Zeug raufzubringen. Ach Mist. Bringt mir eben auch nicht sehr viel, da das auch gleich mal wieder aufgebraucht ist. Ja.
laufe ich hin. Ich muss... Hier liegt ja auch nichts rum, oder? Doch, ich glaube, hier habe ich schon... Emblem. 8. Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille erbeutet sein Heim auf dem Hals der Welt. Er baute sein Heim auf dem Hals der Welt. Gut, ich hätte jetzt hier überall lesen können, aber das habe ich vergessen. Hui. Oh Mann. Na, endlich. Blasen auf den Füßen, mir ist arschkalt. Frostbeulen. Die Penner bauen hier oben eine ganze Burg hoch. Ja, da. Emblem 9. Nach jahrelanger Stille nannte die Graupert deinen Namen. Tiber Septim. Damals noch als ein Jüngling wurde ein Hortgar gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Hochrocket. Oh, eine Kiste. Eine Kiste leer. Toll. Danke. Ein Sack. Was haben wir hier? Lebenssinn und das können wir nehmen. Da wird nur Essen drin sein oder irgend so ein Blödsinn. Einen ganzen Sack und nur Salz ist drin. Oder Karotte. Toll. Tolle Leute seid ihr. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr. Ich gehe darüber lieber, weil da drüben zeigt der Pfeil hin. So Leute, aber was hinter dieser Tür ist, sehen wir alle beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Ciao Leute.